Herzlich willkommen zurück zu Total War Warhammer mit Arezzo. Ich bin Arezzo und habe zwei Siedlungen verloren. Yay. Ja, wir haben hier Togger, der ein Problem ist. Weswegen... okay, Moment, wir hören hier mal mit auf. So. Okay, ihr geht hier hin. So, und wenn wir jetzt hier angreifen... Aus irgendeinem Grund wird Bruno hier nicht mit angezeigt als Okay, der rennt einfach weg. Das kann man natürlich machen, wenn man ein Feigling ist, Togger. Ihr geht mal ins Schloss Drakenhof. Ich werde nicht den Fehler machen, den die mit Zufball gemacht haben und das komplett unbewacht lassen. Diese Einheit wird aus folgenden Gründen nicht verstärkt. Die Armee befindet sich in fremdem Territorium. Okay. Oh, verdammt. Hier haben wir nicht genug Reichweite. Hm. Wir könnten hier angreifen, aber das wäre nicht klug. Das heißt, wir warten ab. Yay. Zufbar verkriecht sich in Eichenhammer. Also die Zufbar-Armee dort. Togger greift Bruno an. Wir ziehen uns zurück. Ich hätte gedacht, dass wir dort die Verstärkung bekommen. Weidenhof wird angegriffen. Okay, wir führen das Gefecht. Wir haben keine so große Chance, aber gucken wir uns mal Togger an. Also Togger selbst, die Person, nicht seine Armee, sondern hier, er ist ziemlich angeschlagen. Eventuell können wir ihn ausschalten. Und dann, ja, könnte das Ganze auseinanderfallen und er sich zurückziehen. Also seine Leute sich zurückziehen, er sich nicht mehr. Außerdem haben wir hier große Viecher. Ich weiß nicht genau, was das für große Viecher sind. Ich habe noch keine Erfahrung damit, aber die gehören zu Weidenhof. Findet die Schlacht draußen statt? Ja, ne? Warum? Ich meine, als wir Weidenhof angegriffen haben, mussten wir drinnen kämpfen. Also mussten wir nach drinnen gehen. Hier haben wir unsere Gruftschrecken. Rüstungsdurchdringen, Giftattacken, Regeneration. Okay. Zombies nach vorne. Wir haben nicht so viele Zombies. Da sind unsere Gruftschrecken. Okay, ich packe die Fledermäuse mal auf eine Taste. Die Todeswölfe packe ich auf eine andere Taste. Und... Ja, das ist außerhalb der Karte. Wir haben hier, dafür, dass die Karte Weidenhof ist, nicht wirklich viel weit. Ja, okay, wir verstecken unsere Todeswölfe hier hinten. Wo haben wir Togger? Togger, wo bist du? Da bist du. Ganz hinten. Ein Zauberer. Zuversichtlich und frisch. Aber verwundet. Ich denke, wir haben eine Chance. Also eine Chance, zumindest Togger zu erledigen. Nicht unbedingt eine Chance, die Schlacht zu gewinnen. Gefecht starten. Wir würfeln nicht mal für Winde der Magie, weil wir keine Kommandanten hier haben. Da kommen sie. Und stopp. Ihr sollt nur ein klein bisschen nach vorne. Achtung! Berittene Feinde greifen an. Achtet gut auf eure verletzlichen Einheiten. Danke für den Hinweis. Geschossinfanterie. Oh, Geschossinfanterie, das ist nicht gut. Spickerschützen der Wildorks. Noch mehr Schützen. Wildorks, Wildorks. Das ist Infanterie. Wildorks, Infanterie. Wo? Ach da! Wildschweinreiter.
Moment, sind das auch welche? Oh ja. Okay. Und weiter geht's. Ja, die sind schnell, was bedeutet, dass sie wahrscheinlich versuchen werden, uns zu umlaufen. Okay, wir greifen mal hier zentral die Schützen an. Ihr greift Togger an. Ihr greift ebenfalls Togger an. Ihr kümmert euch um die. Ihr versucht die zu erreichen. Mal sehen, ob es klappt. Unser Kommandant wird angegriffen. Angeblich habe ich einen Kommandanten. Ich weiß, dass deren Kommandant angegriffen wird. Oh, guckt euch das mal an. Unser Angriff unsere Strategie hier, die Skelettsperrkrieger gegen die Dingsdasser zu benutzen, scheint zu funktionieren. Wir schicken die Gruftkuhle gegen die Schützen. Wir schicken die Gruftschrecken, die eigentlich Togger angreifen sollten, gegen diese Schützen. Und die Skelette kämpfen bitte da weiter gegen. Hier haben wir noch ein paar Gruftghule, die können sich auch um die Schützen kümmern. Ihr sollt Togger angreifen, warum tut ihr das nicht? Ja, die da hinten werden weggetrieben, aber nicht ausgeschaltet. Togger kommt hier besser klar, als ich es gerne hätte. Wir schicken unsere Großen dahin. Ja, die Gruftghule schicken diese, vertreiben diese Schützen, das ist gut. Dann können sie denen dort in den Rücken fallen mal. Während die versuchen, unseren Gruftschrecken in den Rücken zu fallen. Ah, da hinten bräuchten wir was, das Schaden macht. Togger lebt noch, aber nicht mehr lange. Der feindliche General hat die Flucht ergriffen, mein Herr. Was für ein trauriges Spektakel. Sicher wird seine Armee ihm bald folgen. Ja, wir arbeiten dran. Ja, er flieht weiter. Ich denke nicht, dass wir da noch mehr machen können. Oh, doch, der feindliche Kommandant ist tot. Ich dachte, der wäre jetzt so unsterblich, während er flieht. So, die rennen weg. Schön, schön. Unser quasi Kommandant... Warum habe ich die Wölfe nicht mit benutzt? Wie dämlich bin ich eigentlich? Sehr dämlich. Ich beantworte das für euch. Ihr könnt es trotzdem gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Ja, die Gruftghule erledigen da noch die letzten Schützen. Der Sieg ist nah. Ich würde sagen, der Sieg ist da. Die haben ihren Kommandanten verloren. Ich sollte meine Hunde gegen die Schützen benutzen. Das ist sinnvoller. Oh, Moment mal. Aber hier können wir nochmal in die Orks reinlaufen. Und die kaputt machen. Unserem Kommandanten geht es nicht so gut, aber... Dem muss es auch nicht so gut gehen. Ja, die Wildorks sind quasi erledigt. Und Sieg. Gefecht beenden.
So, Verluste. Wir haben 692 Leute verloren. Die haben weniger Leute verloren. Wir hatten tatsächlich mehr Leute? Ha. Okay. Ein Pyrrhus-Sieg. Ich bin nicht sicher, was das bedeutet. Die Toten erheben sich. Yay. Und Belohnung erhalten. 800, nicht schlecht. Gefangene zurückgeben oder Gefangene ermorden oder Gefangene unterwerfen. Wir unterwerfen mal wieder. Alrik Getgold. Wir haben eine Streitkraft der Fraktion Zufbar beim Versuch entdeckt, einen Hinterhalt in Eichenhammer Zufbar zu legen. Okay. Und Togger wurde im Kampf getötet. Selig van Kruger interessiert uns jetzt gerade nicht wirklich. Ja, Weidenhof konnte sich hier erfolgreich wehren, das ist gut. Wir erwecken hier mal... Oh, wir können keine Toten erwecken, das ist seltsam. Moment, aber wenn wir in Weidenhof sind, dann sollte es gehen, ne? Hier sind gerade kürzlich welche gestorben. Oder auch nicht. Ha. Okay, es gilt dann wohl für die gesamte Provinz. Okay. Wahrscheinlich wird er direkt wieder wegrennen, wenn wir hier angreifen. Ja. Ich denke nicht, dass wir hier noch nah genug dran sind. Oh, doch. Okay. So. Ich würde sagen, das lassen wir vom Computer berechnen. Das ist ein ziemlich eindeutiger Sieg. Oh, Moment, wir können Banner verteilen. Plus Führerschaft für... diese Todeswölfe. Okay. Und automatisch. Okay, nochmal 686. Sehr schön. Einen Rang erhalten, auch schön. Wir haben 232 Leute verloren. Ist in Ordnung. Schädelsammler ausgelöscht. Yay, von der Fraktion bleibt nur das schallende Gelächter der dürstenden Götter. Und Eigenschaft erhalten. Angreifer. Öffentliche Ordnung plus 1 für jeden gleichzeitigen Krieg mit einer Nachbarfraktion. Okay. Schleichherr der Brummer. Unser Feind von der Fraktion Schädelsammler ist in der Schlacht von Essen-Ostmark gefallen. Ja, zusammen mit seiner gesamten Fraktion. Okay, Bruno, du... kehrst langsam zurück. Obwohl... ja, doch. Ah, Moment, du kannst momentan gar nichts machen. Dann... kümmern wir uns darum später, würde ich sagen. Bauen wir direkt Essen wieder auf. Übersicht. Nein. Ruin. Wie mache ich das? Wahrscheinlich muss ich Leute hinschicken. Rechtsklick zum Kolonisieren dieser Siedlung kosten 1939. Ach Gott. Aber das ist es natürlich wert. Oh, das hier kostet aber wesentlich weniger. Mit Manfred. Okay. Und hier wären es 1100 noch was mit Manfred. 1900 noch was mit Bruno. Okay. Bruno ist nicht unser Neukolonisierer, wie es aussieht. Ich würde sagen, Weidenhof ist unser... Moment, Weidenhof müssen wir gar nicht... Hier, Eschen müssen wir neu machen. Ja, das östliche Sylvania ist erst einmal wichtiger, weil wir hier auch Drakenhof haben. Okay, das war das. Müssen wir noch irgendwelche Leute aufleveln lassen? Ja, Manfred mal wieder. Bekommt jetzt noch den Fluch der Jahre endlich. Einfach nur, damit wir die arkane Kanalisierung beim nächsten Mal kriegen. Und das war's für diese Runde. Zufbar hat nichts Böses gemacht, das ist schön. Fraktion vernichtet, Stirland. Au. Garnison angreifen war ein Erfolg von Zufbar mal wieder. Die schwächen unsere Leute, das gefällt mir nicht. Warum bist du jetzt eigentlich an Eschen vorbeigelaufen? Ich wollte Eschen doch wieder aufbauen. Attentat, 51%ige Wahrscheinlichkeit, dass es hinhaut und er verwundet wird. Yay!
Rüdiger von Karstein, unser Fluchfürst, verletzte Samnir Gundriksson von Sufbar und konnte sich unbeschadet aus dem Staub machen. Sehr schön. Und er hat ein Level auf. Vernichtender Angriff bekommt er. Fähigkeit Feindesjäger gibt ihm Geschwindigkeit und Vitalität. Das klingt nicht schlecht. Okay. Haben wir sonst hier irgendetwas, was wir tun sollten? Tod erwecken vielleicht mal. Und wie sieht's mit Drakenhof aus? Sollten wir hier was bauen? Wir könnten in Waldenhof was bauen. Eine finstere Gemeinde, damit sie sich noch besser verteidigen können. Und damit wir was bauen können. Außerdem könnten wir unsere Garnison theoretisch dann erweitern. Hier sind wir... Also Schloss Drakenhof ist demnächst fertig. Dann können wir hier die Waffenkammer bauen. Das wäre gut. Okay, Tempelhof. Tempelhof hat sich Essen geschnappt. Es ist auf einmal wesentlich wichtiger geworden, Eschen zu erwischen. Und dann müssen wir Tempelhof erledigen. Okay, Diplomatie. Sufbar, ich nehme an, die werden das nicht wollen. Okay, wollen sie nicht. Dann muss ich sie vernichten. Wie ihr wollt. Die Frage ist, wie vernichte ich sie? Okay, wir zahlen ein bisschen mehr, aber bauen Eschen dann dafür recht schnell wieder auf im nächsten Zug. Und, oh, Bären von Karstein würde gerne aufleveln. Okay. Mal sehen. Knechtmeister könnten wir noch mehr erhöhen. Rekrutierungskosten minus 15%. Kosten für Toten erwecken minus 15%. Das wäre beides ziemlich gut. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass er auf dem Schlachtfeld was taugt, ne? Damit... Die rastlosen Toten würde dafür sorgen, dass er, also der ganze Pfad hier würde dafür sorgen, dass er auf der Karte mehr bringt. Ich meine, wenn wir seine Rekrutierungskosten ganz niedrig halten, können wir mit ihm rekrutieren und die Armeen der anderen dann verstärken, indem wir einfach Leute rübersenden. Ich würde sagen, dann machen wir das. Wir sorgen jetzt erst einmal dafür, dass Knechtmeister höher wird, ne? So. Dann lassen wir ihn theoretisch einfach in Drakenhof hocken, dort verteidigen. Und wenn jemand Leute braucht, dann kann er sich Leute aus Drakenhof abholen. Ich weiß nicht, ob es das Effektivste ist, aber... das Effizienteste ist, aber... Technologie erforscht. Schänder uralter Grabgründe. Geführt von Arkans Text betritt der Nekromant die Hügelgräber, die er zu plündern gedenkt und beschwört uralte Flüche. Minus 10% Unterhalt für Skelettkrieger und Skelettspeerträger plus Waffenstärke für Skelettkrieger und Skelettspeerträger. Sehr gut. So, plus Einheitenerfahrung für Rekruten der Skelette und Zombies. Ein Viertel der Rekrutierungskosten für Zombies. Und minus 20% Unterhalt. Das ist gut. Braucht auch wieder eine ganze Weile, aber... So, okay. Wie gesagt, wir zahlen ein bisschen extra. Kolonisieren oder nichts tun? Kolonisieren, bitte. Anzahl der Soldaten, die sich hier niederlassen werden. Ah, wir verlieren damit Soldaten. Okay. So, okay. Damit haben wir wieder das Gesamte. Das ist schön. Wir haben hier einen Leichen. Okay, das Ganze ist... Ich denke, es war... Achso, nee, Moment. Eschen ist das, was wir neu gemacht haben. Okay. Dorfruinen zu einem zerfallenen Weiler. Das kostet nochmal extra. Generell, wir sollten versuchen, nicht unsere Leute zu verlieren. Können wir uns darauf einigen? Gut.
Du bewegst dich mal hier hin. Und Hinterhaltstellung geht nur, wenn wir 25% der gesamten Bewegungsreichweite noch haben. Okay. Behrend könnte theoretisch hier angreifen. Wir könnten noch ein paar Tote erwecken. Ah, nicht so viele. Wir könnten Behrend auch mal zum Krom-Gipfel senden. Wir haben keine Informationen zu den Erzorganisationen hier. Nur, dass es weniger ist als im Düsterberg. Okay, gut, du ziehst los. Vielleicht kriegen wir den Krom-Gipfel ja doch. Und du kannst Tote erwecken. Aha, hier haben wir einige, die wir erwecken können. Es kostet ein bisschen was, aber es erhöht eben unsere Streitkräfte, was wir brauchen. Okay, für Überfall fehlt uns wieder die Bewegungsreichweite. Und ich denke, das war's für ihn. Manfred steht hier. Bruno, Herr der Brummer. Ja, passt hier ein bisschen auf. Einheiten rekrutieren. Du kannst ein paar Zombies rekrutieren. So. Und das war's für diese Runde. Ihr könnt noch eine... Ah, danke sehr. Ein Erlass. Ja klar, wir haben ja die Provinz zurückbekommen. Wir erhöhen wieder die Steuern. So, momentan sind wir bei 1793 und gleich sind wir bei mehr. Zuffbar läuft rum. Laura entdeckt. Wir haben eine Streitkraft der Fraktion Zuffbar beim Versuch entdeckt, einen Hinterhalt in Schwarzhafen zu legen. Stimmt, wir haben auch einen Hinterhalt bei Eichenhammer gesehen, ne? Aber ich weiß nicht, ob der inzwischen weg ist. Tempelhof und Zuffbar haben ihre Streitigkeiten begraben. Okay, hier haben wir Verschleiß, ist in Ordnung. Weitere Tote erwecken können wir gerade nicht. Müssen wir auch nicht. Denke ich. Und das war das. Okay, ich würde sagen, wir versuchen es mit dem Angriff hier. Noch ein paar Tote erwecken. Okay, wir können nur einmal Skelettkrieger holen, aber das ist schon was. Und Angriff. Das Kräfteverhältnis gefällt mir hier nicht. Gar nicht. Okay, Belagerung wieder abbrechen. Danke sehr. Und wir gehen ein kleines Stück zurück. Ja. Da haben wir noch den Helden jetzt hier wieder zu Manfred hinzugefügt. Dann ist die Armee auch wieder voll. Schön. Ach, das macht die Zusatzenergie, die Manfred hat. Die sorgt dafür, dass die Energiereserve, die wir hier haben, höher ist. Also Grundenergie plus... Grundenergie sind 60 plus Charakter 15. Charaktere setzen Energie aus der Energiereserve ein, um diverse Zaubersprüche auf dem Schlachtfeld zu wirken. Ja, Essen ist, wie gesagt, ein Problem, dass jetzt Tempelhof das hat. Das heißt, wir müssen Tempelhof erledigen. Oder übernehmen. Wir haben momentan mit Zuffbar zu tun. Wir sollten Tempelhof nicht sofort angreifen. Sie haben rein theoretisch keinen Krieg. Sie waren unhöflich. Sie waren nicht kriegerisch. Als sie hier Essen übernommen haben. Ich würde sagen, das war's für diese Runde. Karstein läuft hier rum. Darf er? Der gehört zu uns. Also, zu unseren Verbündeten.
Tempelhof möchte... Sie wollen, dass wir 100 zahlen und treten dafür dem Krieg gegen Zufbar bei. Diesen Krieg könnt ihr nicht allein gewinnen. Das ist eher eine symbolische Forderung. Okay, ja. Rebellion steht bevor. Yeah. Ah, verdammt. In der Ostmark mal wieder. Verschlingung des Bauernvolkes. In eurem Land tut sich ein gieriger Vampir ohne Grund an den Bauern gütlich. Sie sterben qualvoll in ihren Dörfern und niemand kümmert sich mehr um die kargen Höfe. Wenn die Sterblichen so leiden, kann es zum Aufstand kommen. Der Schrecken muss beseitigt werden. Nehmt ihre Länder, diplomatische Beziehungen in Szenen mit den von Karsteins oder lasst sie in Ruhe. Gewöhnliches Volk. Die Bauern fürchten sich vor der Verschlingung. Wir nehmen ihre Länder. So. Ich nehme an, das war ein Ereignis, das dadurch gekommen ist, dass Melissa Ratep hier reingekommen ist. Vielleicht ist es auch kompletter Zufall. Welchhafen, öffentliche Ordnung. Oh, sehr, sehr bald kommt es da zur Rebellion. Da kann ich nicht mehr wirklich was gegen machen. Was ich theoretisch versuchen könnte, wäre ein Verteidigungsgebäude zu bauen innerhalb von 3 Runden. Okay, versuchen wir es. Gut, das war das. Dann. Angriff auf den Grom-Gipfel. Und ich würde sagen, wir machen hier auch wieder ein automatisches Gefecht. Knapper Sieg ist in Ordnung. So, wir haben 777 Leute verloren. Wir haben den Rang erhalten, sehr schön. Und auch hier reißen wir das komplett nieder. Was ist da passiert? Da ist auf einmal was aufgetaucht. So, und... Die rastlosen Toten. Bewegungsreichweite auf der Kampagne wird erhöht. Ist gut, das hilft uns jetzt bei unserem Rückzug gleich. Sollten wir hier sonst noch was machen? Wir können dort theoretisch angreifen. Was ich ganz gerne hätte, wäre Tote erwecken für größere Einheiten. Tote erwecken gibt uns leider nur die ganz kleinen. Was jetzt so meine Idee wäre, wäre eben gegen Alrik Getgold hier zu kämpfen. Während er sich auf fremdem Gebiet befindet. Okay, das ist das. Wie sieht's hier hinten aus? Euch geht's gut, das ist gut. Ihr könnt noch Leute rekrutieren. Einfach ein paar Skelettkrieger, würde ich sagen. Und ein paar Skelettsperrkrieger. Und ein paar Todeswölfe. So. Das war das. Und ich würde sagen, das war genug für diese Folge. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter die Kommentare und adios.